Hallo Freunde analoge Unterhaltung, willkommen Hallo. zu einer weiteren Rezension bei Hunter und Kron. Heute mit Glenmore 2 Chronicles, einem ja opulenten Reprint vom originalen Glenmore oder Neuedition. Reprint ist eigentlich der falsche Ausdruck, Neuedition. Matthias Kramer ist natürlich immer noch der Autor und neu gemacht hat jetzt aber diesen Reprint der auch neu gegründete Verlag Fun Tales, übrigens auch ein witziger Name, so Funny Tales. Man könnte quasi sagen, der Verlag hat sich gegründet, um Glenmore wieder ins Leben zu berufen. In dieser, wie du schon gesagt hast, opulenten Neuauflage mit einigen. Mit einigen Neuerungen, ja. Also Glenmore, müssen wir sagen, hast du haben wir auch nie besessen. Das war so ein bisschen vor unserer Zeit gewesen. Aber ja, das Ganze ist jetzt ab 12 Jahren, 2 bis 4 Spieler, 90 bis 120 Minuten. Und eine Sache kam uns aber beim Spielen sofort richtig bekannt vor, denn wir sind ja beide große Kraftwagen-Fans. Ein Spiel, was wir relativ früh am Kanal auch rezensiert haben, ist ja auch ein Matthias Kramer, nicht zu verwechseln mit Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Ja, ist ja furchtbar kompliziert. Aber Michael. Matthias Kramer, ja. Der hat eben Kraftwagen auch gemacht. Und da ist dieses, wie sagt man, Kramer-Rondell. Schön, ja, kann man sagen. Ja, das Kramer-Rondell, das ist auch in Kraftwagen sehr präsent. Und das ist dieser innovative Auswahlmechanismus, also Aktionsauswahlmechanismus. Und der findet sich auch hier in Glenmore wieder mit einigen anderen wirklich spannenden Sachen. Dazu eben ist Chronicles, was heißt Chronicles überhaupt? Ist es ein Spiel, nicht nur Glenmore ist hier gepimpt mit vielen neuen Sachen, sondern, deswegen Glenmore 2, sondern es beinhaltet auch wie viele Chronicles? Ich habe schon vergessen. Acht Chronicles. Und thematisch steckt das Ganze den Zeitraum ab, vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Also, genau. Da werden auch noch ein paar hundert Jahre abgefrühstückt. Und bei Chronicles darf man nicht an Legacy denken, das stimmt nämlich nicht, sondern es sind einfach 8 Erweiterungen. Es sind 8 Mini-Erweiterungen, aber man muss gleich schon mal vorwegnehmen, so mini sind die gar nicht. Denn wir werden ja auch euch jetzt gleich, beziehungsweise Kron wird euch jetzt die Regeln vorstellen und er wird auch, euch auch alle Chronicles kurz vorstellen, weil die sind durchaus, auch könnte man auch als große Erweiterung ansehen, auch wenn sie in kleinen Schachteln kommen. Ja. Ja. Und genau, jetzt geht's erstmal los mit der Regelerklärung und dann geht's mit dem Fazit weiter. In Glenmore 2 schlüpfen wir als Spieler in die Rolle eines schottischen Clanführers, der halt seinen Clan vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert geleiten will und da hoffentlich die richtigen Entscheidungen für seinen Clan trifft. Es gilt natürlich, Gerste anzubauen, aus der man den elementaren Whisky brauen kann. Außerdem hilft es auch, sich mit anderen Clans zu befreunden, vielleicht die Kontrolle über ein paar Schlösser oder Lochs, also Seen, zu erlangen und andere Ressourcen anzuhäufen. All diese Dinge, wer sich da am besten anstellt, der ist halt der beste Clanführer, hat den coolsten schottischen Clan, über den am meisten Lieder gesungen werden und so weiter und so fort, hat dann ganz einfach gewonnen. Wie funktioniert das Ganze im Detail? Glenmore 2 Chronicles ist kein Spiel, das in üblichen Uhrzeigersinn-Runden gespielt wird, sondern es kommt immer der Spieler dran, der hier am weitesten hinten steht. Ihr seht hier den Aufbau, da ist Spieler Lila jetzt gerade hier in dieser Auslage an Plättchen, der am weitesten hintesten stehenden Spieler, auch sowas wie Patchwork, habt ihr sie vielleicht schon kennengelernt. Und jetzt darf der einfach laufen, soweit er möchte, und ein Plättchen auswählen. Das ist dann in der Regel ein Landschaftsplättchen, das man dann an die bereits bestehende Landschaft anlegt und dadurch auch das Plättchen selber aktiviert, das man gerade angelegt hat, wie auch alle angrenzenden Plättchen. Also tatsächlich alle, theoretisch könnten bis zu 8 weitere Plättchen durch das Anlegen eines Plättchens aktiviert werden, die zum Beispiel Ressourcen generieren und so weiter und so fort. Diese Ressourcen lagern wir auf den Plättchen selber. 3 Ressourcen ist Platz auf jedem Plättchen. Danach sind die eben voll. Wenn wir eine Person bekommen, es gibt auch Personenplättchen und Nicht-Landschaftsplättchen, dann legen wir die nicht in unsere Landschaft an, sondern wir werden uns hier auf diesem Clan-Tableau-Marker ausbreiten und sozusagen symbolisch Freundschaft mit anderen Clans schließen und auch dadurch entweder einen dauerhaften oder einen Sofortbonus bekommen. Ja,
Und dann können wir uns auch noch gut dabei anstellen, halt hier die Waren auf dem Markt im richtigen Zeitpunkt einzukaufen und verzukaufen. Es gibt so einen kleinen dynamischen Markt. Ja, manchmal sind Dinge wertvoller, manchmal weniger wertvoll. Manchmal gibt es bestimmte Dinge gar nicht mehr, weil Nachfrage und Angebot sich halt zu stark widersprechen. Ja, und wer all diese Dinge als schottischer Clanführer am besten im Auge behält, der wird als Gewinner aus der Partie Glenmore 2 Chronicles hervorgehen. Diese Chronicles, die sich hier im Titel eingeschlichen haben, sind letztlich eine Reihe von ja, jeder Menge hier. Ich glaube, es sind insgesamt 8, mit der Bonus Chronicle hier sogar 9 Mini-Erweiterungen, die Glenmore bekommt, die man hier jetzt mit dem Grundspiel kombinieren kann oder auch nicht. Manche von denen machen das Spiel komplexer, verlängern die Spieldauer und. Die Anleitung rät dazu, so ein bis zwei Chronicles mit hinzuzunehmen, wenn man Erfahrung mit dem Spiel gesammelt hat. Aber also regeltechnisch hält einen theoretisch auch nichts davon ab, alle Chronicles dazu zu nehmen. Das haben wir noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob das eine lohnenswerte Erfahrung ist. Ich wollte euch nur kurz sagen, was eben das Chronicles hier im Titel noch zu bedeuten hat. Und natürlich werde ich am Ende der Regelerklärung dann auch kurz vorstellen, was diese Mini-Erweiterungen denn machen. Ja, das war der grobe Überblick. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Elemente des Spiels ein bisschen genauer an. Glenmore 2 wird über 4 Runden gespielt. Eine Runde endet jeweils immer dann, wenn das letzte Plättchen eines Stapels gelegt wird. Also es gibt die Stapel A bis D und wenn wir das letzte A-Plättchen ins Rondell legen, dann ist die erste Runde vorbei und es findet die erste Zwischenwertung statt. Das gleiche passiert dann nochmal, wenn wir das letzte B-Plättchen legen, das letzte C-Plättchen legen und dann, wenn wir in der Mitte des D-Stapels irgendwo verbirgt sich das Spielende-Plättchen, hier die Welt World's End-Plättchen und wenn das im Spiel ist und sobald da alle Spiele drüber hinweggezogen sind, dann wäre das Spiel auch vorbei. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist es, hatte ich auch schon erwähnt, eben bei Glenmore 2 so, dass nicht im Uhrzeigersinn oder so weit gespielt wird, sondern immer der Spieler dran ist, der sich im Rondell am weitesten hinten befindet, also im Moment Spieler Lila. Und ich könnte jetzt tatsächlich so weit gehen, wie ich möchte. Also mindestens bis hier halt, ich muss irgendein Plättchen auswählen, aber ich könnte tatsächlich im Extremfall auch bis hier laufen, weil ich so wahnsinnig scharf auf das Plättchen bin, das da unten liegt, dass ich das halt unbedingt haben will. Ich muss mir aber natürlich klar machen, dass ich erst wieder drankommen werde, wenn ich dann wieder der am hintersten stehende Spieler bin. Das kann eine ganze Weile dauern. Man sollte sich also gut überlegen, wann man zu große Sprünge macht und aus welchem Grund. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund bin ich vielleicht scharf auf Getreide, lauf bis hier. Dann würde das Plättchen, das ich bekomme, das nehme ich mir auch direkt und baue das jetzt in meinem Landschaftsgebiet an. Das erkläre ich nachher noch, Anbauregeln und was dann mit dem Aktivieren der Plättchen, was da alles passiert. Jetzt geht es erstmal nur um die Spielereihenfolge. Natürlich wird jetzt auch hier ein neues Plättchen vom A-Stapel nachgefüllt. Ganz wichtig, ein Feld hinter dem letzten Spieler bleibt immer leer. Dabei gibt es dann auch Karten wie hier Loch Lochy, das sieht man auch im Symbol da links unten, dass da eine Karte mit hinzugehört, wie auch hier zum Beispiel beim dem Schloss, das hier rechts unten ausliegt. Da gibt es dann zugehörige Karten, die man bekommt, wenn man sich dieses Plättchen auswählt. Also natürlich wird auch das Plättchen an das eigene Gebiet angebaut, aber man erhält dann eben auch noch hier so eine Karte, je nachdem, welches Plättchen man hat bekommt. In dem Fall haben die beiden auch noch einen Sofort Effekt. Wer das Schloss hier nimmt, würde als Soforteffekt 3 Münzen bekommen und beim Loch Lochy würde man als Soforteffekt 2 beliebige Ressourcen bekommen. Außerdem sind diese Karten, wie wir nachher sehen werden, auch bei den Zwischenwertungen durchaus wichtig. Das ist eben die Kontrolle über bestimmte Schlösser und Lochs zu erlangen. Also die Seen hier in Schottland kann sich durchaus auch auszahlen für uns als Clanführer. Generell sind die Plättchen so aufgebaut, dass wir rechts oben immer sehen den Namen und die Art des Plättchens. Rechts unten, was passiert, wenn das Plättchen aktiviert wird, was auch beim Bau des Plättchens passiert und dann eben später, wenn daran angrenzende Plättchen gelegt werden, wird es auch wieder aktiviert. Wir sehen auch an diesem blauen Wellensymbol hier, ob es ein, wenn dieses blaue Wellensymbol auf dem Plättchen ist, bedeutet das, dass es ein Flussplättchen ist. Und wie wir gleich bei den Legeregeln sehen werden, müssen diese Flussplättchen eben in eine bestimmte Reihe gelegt werden in unserer Landschaft, wohingegen wir bei Landschaftsplättchen ohne Flusssymbol relativ frei sind, wo wir die platzieren dürfen.
Links oben auf dem Plättchen, das sehen wir gerade hier unten, kann es auch sein, dass da Kosten draufstehen und die müssen wir dann natürlich bezahlen, wenn wir dieses Plättchen haben wollen. Also wenn ich jetzt hier auf das Schloss hier drauf gehe, muss ich ein Holz, ein Stein und ein Rind abgeben, bevor ich dieses Plättchen nehmen darf. Zum Glück gibt es einen Markt, das heißt, ich muss nicht alle Waren, die ich für Kosten bezahlen muss, selbst besitzen. Ich könnte auch auf dem lokalen Markt einkaufen. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Hier sieht man die Waren, die es im Spiel gibt, also Rinder, Stein, Schafe, Holz und Getreide. Und wenn es hier jetzt noch freie, leere Plätze gibt, momentan ist alles auf dem Markt frei, dann kann ich hier die entsprechenden Waren kaufen. Jetzt könnte ich ein Rind für eine Münze kaufen. Dazu lege ich eine Münze auf das Feld ganz links und nehme mir ein Rind. Der nächste Spieler, der ein Rind kaufen möchte, muss jetzt schon 2 Geld bezahlen und müsste 2 Münzen auf dieses Feld legen, bekommt immer noch ein Rind. Jetzt ist eben die Nachfrage nach Rindern gestiegen, weswegen Rinder teurer werden. Und der dritte Spieler, der ein Rind kaufen möchte, müsste schon 3 Münzen bezahlen. Ja, und oh Graus, jetzt gibt es keine freien Felder mehr auf dem Markt, also können wir im Moment keine Rinder mehr kaufen. Dafür würde sich der Spieler, der Rinder hat, eventuell freuen, weil der Preis zum Verkaufen der Rinder ist gerade sehr gut. Wenn jetzt nämlich ein Rind verkauft wird, dann nimmt er einfach den am weitesten rechts liegenden Münzstapel und fügt die Münzen seinem Vorrat hinzu. Also ich kann jetzt ein Rind für 3 Münzen verkaufen, das nächste Rind für 2 Münzen, das dritte Rind für 1 Münze. Und jetzt, wo alles wieder frei ist und keine Münzen mehr hier liegen, kann ich keine Rinder mehr verkaufen, aber dafür wieder günstig einkaufen. Ihr versteht schon, ein kleiner selbstregulierender Markt, was die 5 Ressourcenarten angeht. Ich darf allerdings diese Ressourcen aus dem Markt, darf ich mir nicht kaufen, um die Ressourcen dann auf Vorrat anzuhäufen, sondern wirklich nur, um damit im Moment anfallende Kosten zu begleichen. Ich kann jetzt nicht, wenn ich an der Reihe bin, sagen, ach herrje, das ist ja alles total günstig, ich kaufe ein Rind, ein Stein, ein Schaf, ein Holz, ein Getreide. Nein, sondern tatsächlich nur, wenn ich die Kosten brauche. Ich könnte aber, wenn ich jetzt an die Reihe komme und bis auf dieses Plättchen laufe, wo ich das alles bezahlen muss und noch gar nichts davon selber haben. Ja, in dem Fall könnte ich mir jetzt quasi mein Geld ausgeben, wenn ich genügend Geld hätte und das quasi alles, was ich brauche, weil die Preise halt auch gerade so günstig sind, auf dem Markt erwerben. Aber wie gesagt, ich darf nur auf dem Markt einkaufen, wenn ich die Dinge auch brauche und niemals, um sie im Vorrat anzuhäufen. Jetzt haben wir kennengelernt, wie wir in dem Rondell an Plättchen, an Landschaftsplättchen rankommen, mit der wir unsere Landschaft erweitern. Aber es gibt da tatsächlich einige Anlegeregeln zu beachten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es Plättchen gibt, die hier so ein Wasser, ein Flusssymbol haben. Und tatsächlich fließt quasi hier in dieser Reihe, auch auf unserem Startplättchen ist das Flusssymbol abgebildet, hier dieser Ebene fließt ein Fluss durch unsere Landschaft. Das heißt, in diese Reihe hier links und rechts angrenzend an unser Startplättchen dürfen wir nur Landschaftsplättchen legen, die auch ein Flusssymbol aufweisen. Landschaftsplättchen ohne Flusssymbol dürfen wir demzufolge auch nur irgendwo hinlegen, wo nicht der Fluss durchläuft. Also ich darf diesen Fluss auch nicht durchbrechen mit einem Landschaftsplättchen ohne Fluss. Tatsächlich gibt es halt einfach eine feste Reihe für Fluss und an alle anderen Orte werden Landschaftsplättchen ohne Fluss gelegt. So. So viel zum ganz Generellen, aber jetzt, es muss natürlich auch angrenzend gelegt werden an meine bereits gebaute Landschaft und zwar orthogonal angrenzend. Ich kann jetzt nicht hier ein Plättchen hinlegen oder hier. Ja, wie gesagt, es muss orthogonal angrenzend gebaut werden und es muss auch angrenzend an meinen Schotten gelegt werden. Allerdings, da zählt auch diagonal angrenzend. Klingt am Anfang komplizierter, als es ist, aber der Schotte, es muss halt irgendwie immer in direkter Nachbarschaft, wo ich das baue, ein Schotte sein. Das heißt, ja, hier kann ich ein Plättchen hinbauen, es ist, grenzt hier an ein bereits gelegtes Landschaftsplättchen an und es ist direkt benachbart mit Abstand 1, diagonal zählt, zu einem Schotten. Das heißt, hier, also gut, es ist jetzt kein Flussplättchen, ich nehme ein Flussplättchen, hier dürfte ich das Flussplättchen nicht anlegen. Es ist zwar die Regel erfüllt, dass es hier in der Reihe liegt, aber der Schotte ist zu weit weg, weil das Startplättchen sind letztlich auch 2 einzelne Plättchen. Ja, ist klar, genau 2. Ich könnte am Anfang dieses Flussplättchen tatsächlich nur links anlegen, weil mein Schotte halt gerade hier steht. Würde der Schotte hier stehen, wäre es genau andersrum. Also immer angrenzend an einen Schotten und angrenzend an das eben eine Seite des Plättchens, ein bereits ausliegendes Plättchen berührt.
Und dann gibt es auch noch Überbauplättchen, die dann, also den habe ich jetzt aus dem B-Stapel rausgefischt, dann später ins Spiel kommen. Da sieht man, das hier ist ein Plättchen, das hat sowohl ein Flusssymbol als auch hier dieses, ja, der rote Kreis mit dem Pfeil, das heißt halt ein Überbausymbol. Damit kann ich ein bereits bestehendes Dorfplättchen, also hier ist jetzt zum Beispiel eins, könnte ich überbauen. Ja, aber es muss tatsächlich auf ein Dorf, auf eine Plättchen gleichen Typs gelegt werden. Das wird überbaut. Falls da Ressourcen drauf liegen würden, würde ich die einfach auf das neue Plättchen übernehmen. So, und jetzt kommt der eigentliche Gag, nämlich indem ich Plättchen lege, aktiviere ich die gelegten Plättchen natürlich auch, wie auch alle daran angrenzenden Plättchen. Und zwar tatsächlich orthogonal wie diagonal angrenzend. So, ich mache ein konkretes Beispiel. Ich bekomme hier das Plättchen. Stellen wir den Schotten schön zurück, bekomme jetzt hier das Plättchen mit dem Schaf, das kann ich hier anbauen. Dann wird das Plättchen aktiviert und generiert, das sieht man immer rechts unten, was dann passiert, ein Schaf. Wie auch das Plättchen, weil es grenzt daran an, und das Plättchen, weil es grenzt auch diagonal daran. Also ja, wenn man geschickt baut, kann man mit dem Legen eines Plättchens tatsächlich nicht nur das Plättchen selber, sondern alle 8 angrenzenden Plättchen aktivieren. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum dann so ein Überbauplättchen im richtigen Moment, ja, ich habe hier schon alles zugebaut und dann kommt ein Überbauplättchen, das genau hier reinpasst, zack, kann ich was überbauen und dann natürlich auch alle angrenzenden Plättchen nochmal aktivieren. Ja, die Aktion hier unten, die werden wir sehr häufig finden, die gibt unseren Schotten jetzt Bewegungsschritte, weil, ihr habt es ja schon gemerkt, klar, man muss sich mit seinen Schotten hier auch bewegen, damit man da flexibel beim Bauen bleibt, weil man ja immer angrenzend an einen Schotten die neuen Plättchen legen muss. Bedeutet, ich hätte jetzt eben durchs Legen von den Plättchen noch 2 Schritte mit meinem Schotten bekommen und ja, was weiß ich, kann dann mit dem da hochlaufen und die können auch diagonal laufen, also in dem Fall hätte ich jetzt auch einen Schritt verfallen lassen. Um mich halt hier oder irgendwie darüber ins Schloss zu laufen, weil ich nachher hier was anlegen möchte. Da muss man ein bisschen gucken, was da alles aktiviert wird. Es gibt Schritte, es gibt die unterschiedlichsten Ressourcen. Natürlich gibt es für jede Ressourcenart hier Plättchen. Also nochmal als Beispiel, wenn ich jetzt hier dieses Plättchen hinlege, wird das Plättchen selber aktiviert und generiert ein Rind. Das angrenzende Plättchen wird auch wieder aktiviert, generiert ein Schaf und ich kriege wieder 2 Schritte mit dem Schotten, weil das ja auch daran wieder angrenzend ist. Ja, vielleicht entscheide ich mich jetzt irgendwie doch wieder hier zurückzulaufen, weil ich gerade entschieden habe, hier nochmal das Plättchen dann irgendwie anzubauen. Geht angrenzend zum Schotten, alles richtig. Und das aktiviert jetzt wieder das Rinderplättchen. Zack. Und das hier selber hat keine Aktivierung, da habe ich einfach die Karte Loch Lochi bekommen. Ja, aber eben nicht das Schafplättchen, weil daran grenzt es natürlich nicht mehr direkt an und auch nicht hier die Heimatburg, weil ja auch das, davon bin ich zu weit entfernt. Also alle direkt angrenzenden Plättchen werden aktiviert. So, gehen wir nochmal ein paar Arten von Plättchen durch, damit klarer wird, was für Effekte darauf auftauchen und weil mir klar wurde, dass ich eine Sache noch nicht deutlich genug oder vielleicht auch noch gar nicht erwähnt habe, nämlich links unten gibt es noch einen Einmaleffekt, der auch getriggert wird, wenn ich das Plättchen bekomme. Also bei Loch Lochi hatte ich indirekt mitgesagt, da habe ich ja gesagt, ihr bekommt eine Karte, das ist hier links unten durch das Kartensymbol angegeben, ihr bekommt die Karte von Loch Lochi. Und hier, wenn jetzt diese Burg gebaut wird, dann bekomme ich durch diesen links unten abgebildeten Einmaleffekt eben einen neuen Schotten, der dann hier auf das Plättchen draufgestellt wird. Das erklärt auch, warum ihr mit einem Schotten startet, auf euren 2 Startplättchen. Hier links unten auf dem Plättchen war sozusagen auch der erste Schotte, mit dem ihr das Spiel beginnt, direkt drauf abgebildet. Dann gibt es noch sowas wie Destillerien, wo ihr Whisky brauen könnt. Auch hier seht ihr links unten einen Soforteffekt, ein Whisky-Fass bekommen. Whisky ist, zählt nicht zu diesen 5 normalen Ressourcen, es ist was Spezielles. Das wird auch neben dem Spielplan aufbewahrt und nicht auf die Plättchen draufgestellt, unterliegt also nicht dieser 3 Ressourcen pro Plättchen-Beschränkung. Den Whisky hortet ihr einfach in einem eigenen Vorrat, wohingegen, ich sag's hier nochmal, auf einem Plättchen immer nur 3 Ressourcen stehen können. Ja, und dann hat es hier auch noch einen Aktivierungseffekt, dass ich quasi jetzt ein Getreide abgeben könnte, wenn ich eins hätte, um nochmal einen Whisky zu generieren. Nicht vergessen, dass solche Plättchen hier durchaus auch Kosten haben können. Diese Destillerie hätte zum Beispiel mit einem Stein bezahlt werden müssen. Dann gibt es natürlich auch Plättchen, die direkt Siegpunkte generieren. Hier, diese Destillerie, die müsste ich bezahlen mit einem Whiskyfass und einem Holz und die würde dann aber bei jeder Aktivierung 3
Siegpunkte generieren. Da gibt es noch solche Sachen wie Joker-Ressourcen, können durchaus auch auftauchen. Und was natürlich auch spannend ist, Plättchen, wo ich jetzt wieder Waren eintauschen kann, um Siegpunkte zu bekommen. Hier zum Beispiel auf diesem Plättchen hier, ich lege es einfach mal hier hin, damit ihr es besser sehen könnt, kann ich jetzt ungleiche Waren abgeben, ungleiche Ressourcen abgeben, um Siegpunkte zu erhalten. Und zwar 3 ungleiche Ressourcen für 6 Siegpunkte. Und von dieser Art Tauschgeschäft, da gibt es natürlich unterschiedliche Plättchen, dass ich Tiere eintausche in Siegpunkte. Hier zum Beispiel gäbe es eins, wo ich eben ja entweder Rinder oder Schafe, 2 Stück für 4 Siegpunkte. Ich könnte auch 2 Schafe und 2 Rinder oder eben ein Rind und ein Schaf. Ja, und auch da gilt es natürlich, an die richtigen Plättchen zu kommen, damit man dann seine Waren, die man da in seiner Landschaft stehen hat, auch gewinnbringend in Siegpunkte verwandeln kann. Wenn ein Spieler so ein Personenplättchen nimmt, dann legt er das nicht in die eigene Landschaft, baut es nicht an, das wird auch komisch aussehen, sondern wird jetzt hier auf diesem Clan-Spielfeld sich ausbreiten. Jeder Spieler hat dazu solche kleinen, etwas futzligen Clan-Marker. Hier, bei diesem Bild hier, da fangen wir an, uns auszubreiten und ich kann jetzt meinen Clan-Marker irgendwo an, also weil ich so ein Personenblättchen, man sieht es auch links unten an diesem Kompass-Symbol, das bedeutet eben, gibt mir jetzt die Möglichkeit, hier einen Clan-Marker zu platzieren, als einmaligen Effekt und ja, ich könnte den zum Beispiel einfach hier hinlegen, das ist direkt benachbart und mit keinerlei Kosten verbunden, den Clan-Marker hinzulegen und da würde ich als Sofort-Effekt 3 Münzen bekommen oder ich könnte ihn auch kostenlos hier hinlegen, da würde ich dann als Sofort-Effekt die hier angegebenen Ressourcen bekommen, also ein Getreide und ein Whiskyfass. Ich kann aber auch weiter weglaufen und dann sieht man, muss man einfach immer schauen, was ist der günstigste Weg, sind da irgendwelche Münzen abgebildet? Falls ja, muss ich die bezahlen. Wenn ich jetzt vom Start bis hier nach hinten will, weil ich scharf auf diese Extraschotten bin, dann müsste ich jetzt eine Münze bezahlen. Und ab jetzt ist es so, dass ich mich eben entweder von dem Bild weiter ausbreite oder von bereits gelegten Clan-Markern, ganz egal, ob die mir gehören oder einem anderen Spieler. Also wenn jetzt ein anderer Spieler, nehmen wir an, der hat sich schon bis hierhin ausgebreitet und dann kann ich mich bis hierhin ausbreiten und muss nur diese eine Münze Kosten bezahlen, weil hier schon einer liegt. Also da hat es da nichts mehr mit den Farben zu tun. Man guckt einfach immer, was ist der günstigste Weg, entweder vom Bild, vom Startbild oder von irgendeinem gelegten Clan-Marker. Ja, ein paar sind hier so zum Wegnehmen gemacht, das ist aber tatsächlich auch nur als Komfortfunktion, weil das sind Clan-Marker, wo man einen Effekt bekommt, der dauerhaft für den Rest des Spiels gilt. Und damit man nicht vergisst, dass man den Effekt hat, darf man sich dann zack, diesen kleinen Marker einfach bei sich an die Landschaft dranlegen. Ja. Eigentlich einfach nur Spielerkomfort, könnte man quasi auch weglassen. Drunter sieht man, sind ja ganz normal die Ablagefelder für die eigentlichen Clan-Marker. Dann gibt es natürlich noch freie Felder, wo dann ja gegebenenfalls erst durch Chronicles oder so was hinzugelegt wird. Jetzt hier im Grundspiel sind die dann letztlich einfach frei. Und auch hier verbergen sich natürlich auch einige Clans, die einem dabei helfen, Punkte zu generieren. Hier hinten gibt es zum Beispiel ein Feld, wenn ich 4 Felder mit Flusssymbol habe, würde ich hier 5 Siegpunkte bekommen. Wenn ich schon 6 Felder mit Flusssymbol habe, 8 Siegpunkte. Oder ich habe viele Felder von der Kategorie Dorf oder ich habe viel Geld. Also auch hier verbergen sich natürlich noch einige Möglichkeiten, Siegpunkte zu generieren. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es 4 Wertungen im Spiel gibt. Die ersten 3 Wertungen finden jeweils statt, wenn das letzte Plättchen des jeweiligen Plättchenstapels gelegt wird. Also die erste Wertung, wenn das letzte A-Plättchen, zweite Wertung, letzte B-Plättchen, dritte Wertung, letzte C-Plättchen gelegt wird. Und hat ja auch schon gesagt, hier verbirgt sich dann irgendwo in der Hälfte des Stapels beim den D-Plättchen dann das Spielende-Plättchen. Und wenn alle Spieler über das Spielende-Plättchen hinweggezogen sind, dann ist das Spiel vorbei und findet die letzte Wertung plus Schlusswertung statt. Was passiert denn jetzt genau in so einer Wertung? Die sind allesamt tatsächlich identisch. Und zwar, ihr vergleicht eure Anzahl an Sachen in unterschiedlichen Kategorien. Angefangen da ganz links bei dem Symbol mit Schotten in der eigenen Heimatburg. Also diese Burg, die ihr bereits bei Spielbeginn ausliegen habt, der rechte Teil eures Startplättchens, da wollt ihr jetzt möglichst viele Schotten stehen haben. Und dann, und das ist das Interessante, es geht jetzt darum, mehr zu haben als
der halt am wenigsten hat. Ja, nehmen wir mal an, ich habe 3 Schotten oder 4 Schotten in meiner Heimatburg und jemand anders hat aber nur einen, dann habe ich 3 mehr als der am wenigsten hat. Und diese Auflistung hier hinten verrät mir dann, wie viele Siegpunkte ich dafür bekomme. Wenn ich 1 mehr habe, bekomme ich 1 Siegpunkt, bei 2, 2, bei 3, 3. Es geht aber nicht so weiter. Wenn ich 4 mehr habe, bekomme ich schon 5 Siegpunkte. Und wenn ich 5 oder mehr habe, dann bekomme ich ganz einfach 8 Siegpunkte. Aber daran ändert sich nichts. Also selbst wenn ich 100 mehr Whisky habe als der Ärmste, der gar keinen Whisky hat, bekomme ich einfach diese 8. Das heißt, ich versuche natürlich in möglichst vielen Kategorien einen möglichst großen Abstand, mit maximal 5, zu dem Spieler zu haben, der da am wenigsten hat. Ein ganz reizvolles Wertungssystem, wie wir finden. Wie gesagt, von links nach rechts geht's los. Einmal Schotten in der Heimatburg. Dann geht es um die Karten, da hatte ich auch schon erwähnt, es gibt ja eben, wenn ihr ein Loch oder ein Schloss euch aneignet, in Plättchenform bekommt ihr auch immer so eine Karte, also wer sozusagen die Kontrolle über die meisten Schlösser und Seen hat. Dann als drittes, wer die meisten Whiskyfässer hat, also immer in Relation zu dem, der am wenigsten hat. Das heißt, auch wenn ihr, es kriegt jeder immer Punkte, außer dem, der halt am allerwenigsten hat. Oder dass da ein Gleichstand besteht. Das kann natürlich auch ärgerlich sein. Ja, einer hat 3 Whiskyfässer, die anderen Spieler haben alle 2. Dann bekommt der 3 Whiskyfässer hat, weil er 1 mehr hat als die am wenigsten haben, 1 Siegpunkt und die anderen bekommen halt nichts. Und das allerletzte hier hinten ist dann noch die Personen, die man hat. Also, ja, wie oft man sich hier auch auf dem Clan-Tableau ausgebreitet hat, sieht man aber am einfachsten daran, wie viele von diesen Plättchen der Spieler bei sich liegen hat. Und dann eben einfach immer die entsprechenden Siegpunkte nehmen. Das Ganze passiert 4-mal und auch die Endwertung, da findet dann nochmal eine normale Wertung statt. Dann kommt allerdings noch hinzu, dass die Größe jedes Spielergebiets mit dem kleinsten Spielergebiet verglichen wird. Und jetzt Achtung, aufgepasst, jeder Spieler verliert 3 Siegpunkte für jedes Plättchen, das er mehr angelegt hat im Vergleich zu dem Spieler mit den wenigsten Plättchen. Das bedeutet, ihr wollt ein möglichst kleines, effizientes Gebiet und nicht einfach mehr, 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 größer, größer, größer. Dafür werdet ihr beim Spielende teuer bezahlen. Ihr bekommt nicht Pluspunkte, wenn ihr ein größeres Gebiet als eure Mitspieler habt, sondern ihr müsst bezahlen. 3 Punkte pro Plättchen Differenz zu dem Spieler mit den wenigsten Plättchen. Dann gibt es noch 1 Siegpunkt für jede Münze. Ganz am Ende, wie gesagt, bei dieser finalen Schlusswertung und einige der Wahrzeichenkarten, also so heißen diese Karten hier offiziell, geben auch nochmal Siegpunkte. Und wer jetzt am meisten Punkte vor sich auslegen hat, also hier diese Dinger, der gewinnt Glenmore 2. Jetzt wollten wir euch kurz noch die einzelnen Chronicles vorstellen. Chronicles 1 ist das Drachenbootrennen. Verlängerte Spielzeit um 5 Minuten ist ein einfaches Chronicle. Da findet jetzt ein Drachenbootrennen statt. Jeder Spieler bekommt so eine Bootsfigur und fährt jetzt mit seinem Boot mit ungenutzten Schottenbewegungsschritten. Also diese Schritte, die man im Grundspiel dafür benutzt, halt mit seinen Schotten da rumzulaufen, die kann man jetzt benutzen, um mit seinem Boot zu fahren. Aber allerdings erst, also dieses Plättchen mit Start des Rennens wird in den B-Stapel eingemischt. Sobald das dann auftaucht und da ein Spieler drüber gelaufen ist, beginnt das Rennen. Die Spieler können ab jetzt dann eben ungenutzte Schritte, Schottenschritte für ihre Boote benutzen. Und es geht darum, einmal komplett im Kreis gefahren zu sein. Also man segelt sozusagen bei allen Flüssen der Spieler, ja, jeder Spieler hat ja quasi eine Flussreihe, da muss man einmal komplett durch, ja, ich segel hier links bei mir raus und dann bei dem Spieler neben mir rechts rein und bis ich einmal im Kreis gesegelt bin und wieder bei mir zu Hause bin. Und wer das als erstes schafft, wird hier mit 15 Siegpunkten belohnt, der zweite kriegt noch 10 Siegpunkte, der dritte kriegt 5 Siegpunkte und der letzte wird damit bestraft, dass seine Münzen bei Spielende keine Siegpunkte wert sind. Also der darf dann bei Spielende, bei dieser letzten Wertung, seine Münzen nicht umrechnen. Und es gibt tatsächlich für Segeln, aber auch unterwegs noch eine andere Belohnung. Nämlich immer dann, wenn man bei der Burg eines Mitspielers vorbeikommt, dann darf man noch hier so ein Token sich einsammeln. Und da sind natürlich auch nette Sachen drauf, irgendwelche Ressourcen, Getreide, Münzen, irgendwas, was man so haben möchte.
nette Dinge. Ja, und die zwei Streifen, die ihr hier seht, die sind tatsächlich einfach dazu da, wenn man mit weniger als 4 Spielern spielt, ist das halt ersetzt quasi den neutralen Fluss eines Spielers, der nicht mitspielt. Und auch in diese neutrale Burg würden dann aber Plättchen zum Erbeuten reingelegt werden. Ach ja, und diese zwei Plättchen, die sind dann auch noch neu mit dabei. Der Schiffsbauer, der Shipbuilder, zwei Plättchen, die dann auch mit einsortiert werden. Ich glaube, eins im B- und eins im A-Stapel. Ja, die, wie ihr seht, einfach eine extra starke Laufenaktion sind, wo man halt zwei Schritte mit einem Schotten laufen darf. Und das ist natürlich auch sehr praktisch zum Schnellsegeln. Ganz nett gemacht ist, dass halt all diese Sachen von den Chronicles an Symbolen wieder einfach vom Rest des Materials rauszutieren sind. Also diese Chronicle 1 ist halt an diesem Segelschiff-Symbol zu erkennen und das ist dann auf allen Karten drauf, sogar hier auf den Tokens und ja, auf den Plättchen. Gut, auf den Schiffen jetzt nicht, aber ja. So packt man dann halt, wenn es geht, immer das Material von den Chronicles zurück in die Schachtel. Das funktioniert auch ausnahmslos, außer mit diesen beiden Plättchen aus Chronicle 1. Die sind halt dann extra in der Schachtel. Chronicle 2 besteht tatsächlich nur aus diesem Berg und trägt den schönen Namen Highlander. There can be only one. Also Highlander, es kann nur einen geben. Wer sich noch an diesen wunderschönen, vielleicht inzwischen auch leicht trashigen Film, ich würde den echt gerne nochmal gucken, an Highlander erinnert. Ja, Highlander 1 natürlich bitte und nichts anderes. Und da kommt dieser schöne Berg ins Spiel und der ersetzt einfach die letzten beiden A-Plättchen im Spielaufbau, kommt hier so drauf. Als Variante könnte man übrigens auch so spielen, dass er nur ein Feld blockiert, aber egal. Er wird hier so hingelegt und jedes Mal, wenn man jetzt über diesen Berg drüber zieht, muss man da eine Ressource hinterlassen oder eine Münze. Oder man geht auf den Berg drauf und das kann aber immer nur einer machen. Also auf den Berg drauf kann ich nur, wenn er noch unbesetzt ist. Und wenn ich dann von dem Berg weiterziehe, bekomme ich alles, was da liegt. Also es ist wie so eine kleine Bremse. Immer wenn ich drüber laufe, muss ich was abgeben. Und wenn ich quasi sage, ja okay, dann mache ich auf dem Berg halt einen Zwischenstopp, was letztlich dann wie so ein, ich kriege ja da dann kein Plättchen ab. Ich halte halt nur auf dem Berg an in dem Zug. Dafür muss ich nichts bezahlen, sondern bekomme die Sachen, die die anderen Spieler da hingelegt haben. Ja, das ist tatsächlich auch ein einfach zu spielendes Chronicle und verlängert die Spielzeit um ungefähr 5 Minuten. Chronicle Nummer 3 heißt Old Jamie's Single Cask Reserve und die ist ein mittelschwer zu spielendes Chronicle und verlängert die Spielzeit um 10 Minuten. Ja, was wären die schottischen Highlands ohne schottischer Single Malt Whisky? Die bekannteste aller schottischen Spezialitäten und der widmen wir uns hier in dieser Erweiterung nochmal ganz speziell. Whisky ist ja eh schon eine ganz besondere Ressource. Aber wenn wir jetzt mit Chronicle 3 spielen, dann werden die Brauereien aus dem Grundspiel ausgetauscht, also die Plättchen aus dem Grundspiel ausgetauscht gegen diese spezielleren Brauereien, die eben ein neues Aktionssymbol haben. Also immer noch kann damit Whisky generiert werden, aber sie haben jetzt auch noch optional diese ein Fass bewegt sich nach vorne Symbol oder hier in dem Fall sogar hier zwei Schritte mit dem Fass und damit können wir jetzt den Whisky in unseren Kellern reifen lassen. Mit so einem Startkeller hier ganz links fängt jeder an, aber man kann den Keller tatsächlich dann noch in zwei Schritten ausbauen und würde jetzt Fässer, die man bekommt, die fangen halt erstmal ja natürlich ganz links an und man kann die jetzt aber mit diesem Reifeprozess hier eben wertvoller veredeln. Ja, indem man quasi bei der Aktivierung halt immer dann die Schritte nutzt, um Fass nach rechts zu bewegen, wird das Fass reifter und wird wertvoller, weil es gibt jetzt, wie ihr hier seht, noch drei Plättchen und zwar eins in jeder in jedem Stapel, also B, C und D, nicht im A-Stapel, wo dann hier so eine so die Möglichkeit eines Verkaufs reinkommt. Dann wird dieses Plättchen taucht ganz normal im Rondell auf und wenn ich hinwegziehe, kann ich da einen Verkauf tätigen. Wenn ich sogar auf das Plättchen drauf gehe, kann ich sogar zwei Verkäufe tätigen. Einen Fass, das ich hier drauf stelle, auf das goldene Extrafeld und einen dann auf eins von diesen drei Feldern. Und auch da muss man aufpassen, weil nicht jeder Spieler kann jetzt seinen gereiften Whisky verkaufen. Die Felder sind begrenzt. Ja? Da muss man sich überlegen, dann doch mal einen größeren Schritt zu gehen, um auf jeden Fall den so mühsam gereiften Whisky auch an den Mann bringen zu können, weil die sind dann schon mitunter sehr viele Siegpunkte wert. 12 Siegpunkte hier für das Fass auf dem vorletzten Feld. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Da muss man sich zwei Kellererweiterungen kaufen und den Whisky auch entsprechend oft reifen lassen. Was bedeutet, es halt irgendwie hinbekommen, dass mir genug
Brauereien mit dem entsprechenden Symbol abbekommt und die dann auch so legt, dass sie oft genug aktiviert werden. Chronicle Nummer 4 nennt sich Hammer of the Scots, ist ein schwer zu spielendes Chronicle und verlängert die Spielzeit um 10 Minuten. Und ja, jetzt nehmen die Engländer am Spiel teil. Hurra, hurra. Es gibt eine Spielfigur der Engländer, ein Marktoverlay, mehrere Tokens und England-Token, neue Plättchen und eben auch diese neuen Wahrzeichenkarten. Es ist jetzt so, dass, der erste Spieler, der Engländer, der steht dann mit auf dem Rondell. Und der erste Spieler, der seine Spielfigur über den Engländer bewegt oder an eine von diesen Wahrzeichenkarten kommt, wo ihr auch, das seht ihr ja, das England-Token schon als Effekt, der erhält dann dieses England-Token. Und wer im Besitz des England-Tokens ist, der kann den Engländer, also diese Figur, die dann auch im Rondell steht, als zusätzliche Spielfigur verwenden. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass dieser Extrazug Geld kostet und dafür gibt es halt hier diese neue Engländer-Marktreihe. Also immer wenn der Spieler, der jetzt die Kontrolle über den Engländer hat, den Engländer benutzt, dann muss er 1, 2 oder 3 Münzen auf die England-Marktreihe legen, ganz genau wie es auch beim Kauf von Ressourcen ablaufen würde. Natürlich müssen trotzdem noch die Kosten für die Plättchen bezahlt werden. Und wenn der Spieler den Engländer eben nicht auf diese gerade geschilderte Weise benutzen kann oder will, dann kann er den Engländer zu einem Plättchen bewegen und dieses Plättchen auf den Ablagestapel legen. Und in diesem Fall nimmt der Spieler sich den rechten Stapel Münzen aus der England-Marktreihe. Also, es ist wie so ein ganz verrückter extra Markt, der dann eben dem Besitzer von diesem Token extra Züge ermöglicht oder ja, die Möglichkeit gibt, Plättchen abzuwerfen, um dadurch wieder Geld aus der England-Marktreihe zu bekommen. Wie gesagt, etwas komplexer wird auch eben als schwer zu spielendes Chronicle eingestuft. Chronicle 5, Address to a Haggis, wie auch immer, es ist eine schottische Spezialität. Ein einfach zu spielendes Chronicle verlängert die Spielzeit um 10 Minuten und wir widmen uns jetzt dem Haggis. Ja, eine herzhafte Spezialität, bestehend aus Schafsinnereien, Herz, Leber und Lunge, gehackt mit Zwiebeln, Hafermehl, Rindfleisch, Gewürzen und Salz, gemischt mit Brühe und gekocht, während er traditionell im Magen des Tieres eingeschlossen ist. Also klingt wirklich, wirklich lecker. Und das wird jetzt hier halt gekocht. Ja. Es gibt Serviertische für Haggis, es gibt natürlich Plättchen, über den wir als Soforteffekt und gegebenenfalls auch hier als Tauscheffekt Haggis bekommen können. Und es ist dann so ein bisschen am Glücksrad drehen. Ist das jetzt richtig guter Haggis, leckerer Haggis? Man verteilt dann hier Haggis-Tokens auf seinem Tisch und es gibt dann so ein bisschen eine verrücktere Wertung. Da wird dann mit dem Würfel gewürfelt. Und zwar 3 Wertungen, also nach der B-Wertung, nach der C-Wertung und nach der Endwertung gibt es jetzt Haggis-Wertungen. Und da würfelt man, wie gesagt, 4-mal mit dem Würfel und nach jedem Würfelwurf erfolgt eine Prüfung. Und da hängt es halt dann einfach auch davon ab, was für Haggis man hat, was von Würfel gewürfelt hat, wie viele Punkte da jetzt wirklich für einen daraus hervorgehen. Chronicle Nummer 6 heißt The Dubious Tome of Scottish History, ist ein schwer zu spielendes Chronicle und verlängert die Spielzeit um 20 Minuten. Schottland hat nicht nur schöne Landschaft, hat auch eine lange Geschichte und mit diesem Chronicle kommen jetzt tatsächlich Ereignisse, anhand von Sehenswürdigkeiten, an denen halt diese Ereignisse stattgefunden haben, ins Spiel. Wir werden alle Wahrzeichenkarten aus dem Grundspiel und gegebenenfalls andere Chronicles, mit denen wir spielen, ersetzen durch die gleichnamigen Wahrzeichenkarten aus diesem Chronicle Nummer 6. Und die haben jetzt nämlich alle einen doppelten Effekt. Immer noch diesen normalen, den man bekommt, wenn man halt die Karte bekommt, wie wir das ja aus dem Grundspiel kennen, aber dann eben einen zweiten Effekt, ein sogenanntes Ereignis. Und das kann ausgelöst werden, wenn halt jetzt dieses Ereignissymbol aktiviert wird, was ein Symbol ist, was hier mit diesen neuen Plättchen ins Spiel kommt, die auch zu diesem Chronicle gehören. Wenn man jetzt so ein Ereignis auslöst, dann kann man quasi eine Wahrzeichenkarte, die man im eigenen Besitz hat und die noch nicht auf die Ereignisseite gedreht wurde, auslösen. Dann passiert das, was im rechten Teil der Karte unten abgebildet ist und danach dreht man die Karte auf ihre Rückseite.
Und das kann einem dann dabei helfen, diese ausgelösten Ereignisse dann nochmal extra Siegpunkte in der Spielendewertung zu generieren. Was ich noch dazu sagen möchte, also tatsächlich ist das der einzige Punkt hier bei diesem Chronicle, wo dann tatsächlich im Anhang sozusagen zu jedem dieser Ereignisse auch kurz mit dabei steht, worum es sich dabei handelt. Der Rest der Anleitung ist ja quasi in der thematischen Einordnung und so. Gibt es jetzt kein Beiheft oder sowas, aber in diesem Chronicle 6. Und da gibt es tatsächlich zu den einzelnen Wahrzeichenkarten dann immerhin eine kurze Beschreibung, was für ein Ereignis aus der schottischen Geschichte denn damit gemeint ist. Chronicle 7 nennt sich Between a Rock and a Hard Place, ist ein mittelschwer zu spielendes Chronicle, verlängert die Spielzeit um 10 Minuten und erweitert das Spiel jetzt um eine Reihe von Wertungsmöglichkeiten, die in der Endrunde stattfinden. Jeder Spieler bekommt beim Spielaufbau je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl an Ei und Nei, also Ja und Nein Markern. Und immer wenn jetzt ein Spieler ein Personenplättchen nimmt, oder zumindest bei den ersten Personenplättchen, die jetzt im Spiel genommen werden, wird nach dem Setzen des Clanmarkers eine Clanversammlung einberufen. Und der Spieler, der das Personenplättchen genommen hat, also der gerade so ein Plättchen mit einer Person genommen hat und ausgeführt hat mit dem Clanmarker, der darf jetzt eine der Wertungskarten, da hat man auch vor dem Spiel ein paar liegen eben zur Auswahl bereit, ein paar nicht. Es gibt mehr, als man für eine Partie braucht, aber eine von den ausliegenden Wertungskarten jetzt zur Wahl stellen und dafür abstimmen, ob es dafür am Ende Siegpunkte geben soll. Also irgendwelche Bedingungen, wo natürlich auch wieder der belohnt wird, der am meisten hat. Und das ist tatsächlich ganz interessant, ja. Also wann stellt man was zu Wert? Wenn man das eh schon, was man mit Abstand den meisten Whisky hat, macht es keinen Sinn, die Wahl für die Wertungskarte Whisky auszurufen, weil vermutlich werden die anderen Spieler mit Nein stimmen. Also muss man da irgendwie eine andere Strategie verfolgen. Wie kriegt man die Wertungen durch, an denen man wirklich Interesse hat und so, ja. Darum geht es, Wertungskarten, über die dann eben abgestimmt wird. Aber es ist halt auch so, dass die Anzahl der Ja- und Nein-Marker, die die Spieler haben, schon so verteilt sind. Man kann nicht jedes Mal Ja und auch nicht jedes Mal Nein sagen. Also man muss sich auch als Spieler überlegen, wie man seine Ja's und Nein's denn einzuteilen gedenkt. Chronicle Nummer 8, The Penny Mobs, ist ein schwer zu spielendes Chronicle, verlängert die Spielzeit um 10 Minuten. Ja, und Penny Mobs, das war der Name, unter dem die Presse die frühen Straßenbanden beschrieben hat, die in den 1870er Jahren in Glasgow, Schottland aktiv waren. Und das Gerichtssystem hat als Alternative zur Inhaftierung hohe Geldstrafen angeboten. Deswegen wurden die Bandenmitglieder eben oft gegen einen Penny pro Kopf befreit. Und daher kommt halt dieser Name, The Penny Mobs. Es ist jetzt so, dass jeder Spieler 7 Pennies bekommt. Die haben eine Minus- und eine Plusseite. Also jeder bekommt 7 Pennies. Die werden mit der Minus-1-Siegpunktseite in der Heimatburg platziert. Da nimmt man alle Pennies aus dem Basisspiel und fügt, je nachdem, mit welchen Chronicles man spielt, das erkennt man dann an den Symbolen, halt entsprechende Penny Mobs hinzu. Also ja, auch das gilt für alle Chronicles, die sind natürlich kompatibel mit allen anderen Chronicles und müssen da halt gegebenenfalls dann auch noch mal ein bisschen angepasst werden. Aber was jetzt generell passiert ist, dass es die neue Regel gibt, dass am Ende eines Zuges kann man jetzt entweder einen seiner Pennies auf einen Penny Mobster im Gefängnis legen, also es gibt dann eine Auslage von eben hier in dieser Partie mitspielenden Penny Mobstern, die im Gefängnis liegen bei Spielbeginn. Da kann ich einen Penny drauflegen. Der Penny wird dann auf die +1 Siegpunktseite gedreht. Oder ich nehme einen der Penny Mobsters im Gefängnis und krieg alle +1 Pennies, die da drauf liegen. Ja, mein Gott, warum soll ich denn jetzt nicht sofort immer einen Penny Mobster nehmen? Ja, weil diese Penny Mobster zwar einen Effekt mit sich bringen, den man vielleicht haben möchte, aber auch Minus-Siegpunkte mit sich bringen. Wie man hier sieht, bei der Dame hier zum Beispiel sogar stolz im -8. Das heißt, es ist ein Abwägen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für den richtigen Gangster genommen? Wann hole ich die Leute aus dem Knast? Nicht alle sofort. Das wird wahrscheinlich dann in harten Minus-Siegpunkten zu Buche schlagen, sondern da gilt es natürlich ein Gefühl für die einzelnen Mobs hier zu entwickeln. Und ja, wann glaube ich, bringt mir der Effekt mehr, als mir der Minuspreis kostet? Wann haben sich genügende +1 Pennies auf einem von den Karten angesammelt, dass es sich auf jeden Fall lohnt und so weiter und so fort. Also da, ja klar, es
definiert sich auch selber als schwer zu spielen. Das Chronicle ist ein bisschen Erfahrung mit dem Grundspiel, ist dann vertraut zu sein, auf jeden Fall gut. Das empfehlen sie aber eh allgemein. Macht euch mit dem Grundspiel vertraut und spielt nicht mit zu vielen Chronicles auf einmal. Dann gibt es hier noch die Chronicle A, die nicht zur offiziellen Nummerierung durchzählt, wo ich mir auch gar nicht ganz sicher bin, war das, gab es die nur auf der Messe, liegt die einfach so als Giveaway mit Bayern, hat nur keine eigene Nummerierung, der Vollständigkeit halber, sei es hier mal mit erwähnt. Ja, gerne in die Kommentare, wenn jemand weiß, ob das tatsächlich dem Glenmore 2 standardmäßig beiliegt oder nur den Messeexemplaren oder ja, es ist quasi eine zusätzliche Promo-Chronicle, ja, damit ihr als Fans vielleicht auch wisst, was ihr noch zu suchen habt, wenn sie denn nicht beiliegt. Das ist die Nessie Chronicle, What Lurks Beneath. Und da ist so eine Nessie-Figur, die ist dann auch auf dem Rondell. Und immer wenn man an der vorbeikommt, dann zieht man einfach, also der Stapel liegt hier offen, der liegt dann eigentlich verdeckt, eine von den Nessie-Karten und führt sie aus. Also ja, da passieren dann unterschiedlichste Dinge. Recht glückslastig, man hat da jetzt wenig Kontrolle drüber, man bekommt halt einfach eine Karte und es passiert was Lustiges. Und es gibt halt diesen schönen Nessie-Miepel. Also zunächst einmal muss ich ja sagen, dass Glenmore 2 sich mit einem Thema beschäftigt, was ich ja wirklich hochspannend finde. Es ist ja Schottland, Geschichte von Schottland. Ich bin ein großer Braveheart-Fan, aber da muss man ja sagen, das ist ja ein super Film, aber geschichtlich nimmt das ja nicht ganz so genau. Ja. aber es gibt ja noch andere Sachen, sehr zu empfehlen, auch The Outlaw King, dieser Netflix-Film, kann ich nur empfehlen. Der ist tatsächlich etwas näher an der Geschichte, aber auch der, es ist immer so eine Sache mit den historischen Filmen. Ne? Am besten, man liest auch so ein bisschen drüber und es ist wirklich, also diese ganze Sache mit den Schotten, wie sie versucht haben, da gegen die Engländer zu kämpfen und was da für tolle Schlachten gab und was da für interessante Sachen abgelaufen sind. Wirklich hochspannend und natürlich einfach generell. Dann haben sie auch noch Whisky. Da haben sie auch noch Kultur. Whisky. Ja, das ist schon ein tolles Volk. Das ist auch Land. Irgendwie ziemlich zu empfehlen, sich mit Whisky zu beschäftigen. Tatsächlich. Also bei mir ist auch ich schon sagen, viel passiert, seit ich Glenmore 2 gespielt habe. Ich habe tatsächlich, und das muss ein Spiel auch erstmal schaffen, ich habe tatsächlich danach Braveheart wieder geguckt, weil ich plötzlich Lust hatte. Und Highlander ist jetzt quasi schon im schaue ich demnächst Kö und hoffe, dass ich den immer noch geil finde. Und der hat ja sogar hier eine Titel, dem The Chronicle. Also es ist wirklich schön. Und ich wollte nicht auch noch Urlaub machen in Schottland? Ich wollte gerade sagen, den Gedanken hatten wir tatsächlich schon davor, aber das wurde jetzt quasi nochmal unterstrichen, ja. Diese, guck mal, da Whisky und diese schönen Landschaften und so ein Loch besuchen und so. Genau, und also das muss man gleich mal vorweg. Vielleicht Urlaub in Schottland. Muss man gleich mal vorweg schicken, was Glenmore 2 wirklich toll macht, ist eben diese thematische Einbettung auch zelebrieren, dass das einfach auch in den Chronicles, da wird sehr viel erklärt, auch in der Anleitung. Für mich hätte man sogar noch mehr thematisches Beiheft bringen können, wenn man gewollt hätte. Noch mehr so zum Beispiel auch diese Ortskarten dazu, diese ganzen Schlösser und diese ganzen Sachen. Auch viele von den Personen, ja, den Personenplättchen. Man hätte eigentlich für jedes Personenplättchen auch thematisch Beiheft nochmal einen Absatz Geschichte reinpacken können. Kurzen Übersicht, aber ich weiß, was du meinst. Es ist aber das ist wirklich ein Fest für Odin ganz vorgemacht, genau. Was man tun kann. Und es wäre natürlich wär geil gewesen. Wenn, das wäre quasi das Sahnehäubchen auf diesem Ganzen. Wenn hier jetzt noch ein thematisches Beiheft, wo nochmal extra, so wie das bei dem einen Chronicle ja dann geleistet ist. Genau, bei den Chronicles machen sie es dann. Dem historischen Chronicle, da wird es wirklich jede Ereigniskarte, die da quasi vorkommt, jede von diesen Wahrzeichenkarten nochmal extra abgehandelt. Das ist aber tatsächlich generell das fehlende Beiheft und die Anleitung ist okay, ist solide, ist aber vielleicht auch nicht das am positivsten hervorstechende Merkmal des Spiels, weil der Rest, um mal bei der Ausstattung anzufangen, ist wirklich eine opulente Neuauflage, das Material, das ist also wirklich das Einzige, was Mist ist, sind diese futzeligen Clan-Marker, die man wahrscheinlich irgendwann alle verloren haben wird und sich neue selbst ausschnitzen muss. Also das sind also winzige Pappscheibchen. Aber alles andere ist wirklich fantastisches Material. Also die Ressourcen, die Whiskyfässer, die Plättchen fühlen sich wertig an, mit einem wertigen Druck gedruckt. Das ist alles wirklich die toll. Die Packung massiv. Ist wertig. Die Chronicles haben so extra faltbare Schächtelchen dabei, sich, in die man, ihr habt es ja gesehen, glaube ich, so einpacken kann. Wirklich,
So hat eine Reprint, eine Neuauflage von einem geliebten Klassiker auszusehen. Und da an der Stelle, auch wenn wir ihn nicht kennen, ich habe mal mit einem kurz geredet, da gab es halt natürlich weder die ganzen Chronicles, aber es gab auch dieses ganze Clan-Tableau, glaube ich, nee, gar nicht. Sondern also, wirklich nur das Rondell und diese Plättchen, was heißt nur in Anführungsstrichen. Also quasi für alle Clanmore-Fans, da können wir halt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber für die ist eben auch schon viel dabei, abgesehen von den Chronicles. Aber sprechen wir erstmal über das Spiel an sich. Ja. Und dazu, wie gesagt, das Kramer-Rondell hatte ich ja schon da eingangs erwähnt. Mhm. Und das ist schon mal eine wirklich tolle Mechanik, die es wert war, alleine natürlich dann auch nochmal hervorzukramen, weil sie ist so schön einfach. Das ist dieses, also Clanmore ist kein einfaches Spiel. Das ist ein gehobenes Kennerspiel, würde ich sagen. Ja, wenn man bestimmte Chronicles reinnimmt, geht es sogar fast in Richtung Expertenspiel. Aber der Grundmechanismus, der ist wirklich einfach und der ist deswegen auch so schön, weil natürlich man schon die meiste Zeit guckt, dass man das nächste Plättchen oder vielleicht noch eins weiter nimmt. Und nur in Ausnahmefällen wird man sozusagen dann einen großen Schritt machen, weil man vergibt sich ja dann doch einige, da kommen doch die Gegner möglicherweise ein paar Mal öfter dran als man selber. Das muss man sich schon gut überlegen. Aber er kann natürlich nötig sein. Aber er kann nötig sein. Old Jamie Reserve, der 12 Jahre gereift ist, ja, bevor du auf dem Sitzen bleibst. Genau, aber das ist quasi eben das Schöne, dass du weißt, okay, in 80% der Fälle machst du den normalen Move und du musst dann nur gucken, okay, kommt da jetzt wirklich was, was ich unbedingt brauche und was es wirklich wert ist, diesen großen Schritt zu machen und dann vielleicht ein bisschen auszusetzen. Und das ist eine sehr schöne, einfache Mechanik, die einfach auch für wenig Downtime sorgt und wo das Spielfluss schön ist. Und dann kommt eben diese zweite, wie ich finde, ja zentrale Mechanik, nämlich das Bauen der Plättchen und das Bewegen der Schotten. Und das ist dann wiederum durchaus anspruchsvoll. Also eben davor gut vorauszuplanen, wo lege ich die Plättchen ein, was werde ich da jetzt aktivieren, wie bewege ich die Schotten, damit ich da vernünftig weiterarbeiten kann und wie passt das alles dann wiederum zusammen mit den Wertungen, die kommen. Das ist dann wirklich strategisch hoch anspruchsvoll, aber eben in Kombination mit diesem eher einfachen Auswahlmechanismus, der wirklich super funktioniert, ist es halt eine runde Mischung. Also irgendwie halt auch eingängig. Also ich finde sowohl dieses Rondell, das ist irgendwie, ja, das erklärt sich halt auch irgendwie. Es ist eine sehr logische Auswahl der Aktion. Ja, wer hinten ist, der ist dran und so. Also ich mag es tatsächlich und fühlt sich immer noch total frisch an, dieses Auswahlprinzip. Also längst nicht so verbraucht wie ganz klassisches Worker Placement, wo sich auch auf einen Ort stellt, um dann zwei Holz zu nehmen oder sowas. Ich finde es wirklich, wer quasi weit vorprescht, weil er unbedingt auf was scharf ist, der muss halt in Kauf nehmen, dass die anderen dann einen Doppel- oder im Extremfall sogar einen Dreifachzug machen oder was weiß ich, was da alles passiert. Und wenn es ein Plättchen gibt, an dem gar niemand Interesse hat, das hatte ich wegen der Regelklärung gar nicht erwähnt, dann kommt es einfach raus. Also sobald alle an einem Plättchen vorbeigewandert sind, dann wird das natürlich einfach aus dem Spiel entfernt. Ich finde tatsächlich auch, ich mag oft diese Mehrheitenwertungen gar nicht so gerne und hier sind es eigentlich nur Mehrheitenwertungen, aber ich finde die Art und Weise, wie sie gewertet würden, wirklich auch clever und frage mich, warum machen denn das so wenig Spiele? Also warum haben denn die meisten so ein anderes? Ja, ich finde es wirklich ein tolles Wertungssystem. Ich gucke, wie viel ich gegenüber dem habe, der in der Kategorie am schlechtesten ist. Und auch wenn ich den ersten Platz knapp verpasst habe, ich freue mich irgendwie trotzdem noch. Haha, einer hat immer am wenigsten, das ist nicht hoffentlich immer der gleiche, aber irgendwie finde ich auch das wirklich eingängig. Man muss kurz darauf achten, dass halt nicht immer 1, 1, 2, 2, 3, 3, dass es nicht endlos so weitergeht, dass da dann ein Sprung ist und irgendwann ein Cap. Aber auch das ist auch das Legen von Plättchen mit der einzigen Ausnahme vielleicht, da muss man kurz dann drauf achten. Achtung, direkt angrenzend legen, diagonal angrenzend beim Schotten reicht. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, ja, und genau, da den Flow muss man hat, ist es auch okay. Und vielleicht kurz, wenn man wirklich ein Plättchen legt, wo 8 andere aktiviert werden, dass man da nicht bei der Reihenfolge durcheinander kommt. Aber das sind Kleinigkeiten. Das ist wirklich. Das ist ja auch schön, dass es mal triggert. Ja? Also hat einen Flow. Das ist nicht so lange Downtime tatsächlich. Genau, ich finde halt, das ist halt schön, dass du auf der einen Seite bei dem Bauen, das finde ich das wirklich anspruchsvoll. Also da kannst du halt auch wirklich nachdenken und kannst auch wirklich was erreichen oder auch versuchen zu optimieren. Und das ist schwierig, aber es ist trotzdem eben noch, da kannst du halt
wirklich auch was spielen. Also das finde ich halt echt super. Und was mir auch gut gefällt ist, dass man auch noch diesen Markt hat. Also das mag ich ja sowieso ganz gerne, wenn man so Wirtschaftsangebot und Nachfragemechanismus in einem Spiel drin hat. Das mag ich bei Brass. Das gibt es auch bei Clans of Caledonia zum Beispiel, ein anderes Schottenspiel. Das mag ich immer ganz gerne, weil das ist halt einfach ein Mechanismus, der gut funktioniert. Der ist interaktiv. Da guckt man so, oh ja, jetzt, der Gegner hat es gerade schön teuer gekauft, jetzt kann ich mal gut verkaufen und so. Das ist wirklich super. Und du hast halt auch eine interessante Varianz in dem Spiel, also jetzt einfach nur schon mal in dem Grundspiel drin, wegen diesem Plättchen, weil die Plättchen natürlich immer in einer anderen Reihenfolge kommen und du natürlich immer andere Plättchen abbekommst, wodurch das Spiel sozusagen automatisch dafür sorgt, okay, diesmal habe ich mehr Whisky, diesmal habe ich mehr das, diesmal habe ich mehr jenes, hier habe ich jetzt mehr Karten abbekommen, deshalb spiele ich halt mehr, da muss ich mehr auf die Person gehen, also habe ich mehr dieses Clan-Tableau. Das ist eine schöne, angenehme Varianz, die jetzt auch nicht aufdringlich ist, wo ich auch nicht sage, ich kann natürlich bei dem Spiel, was ich nicht kann, okay, ich kann jetzt nicht sagen, heute spiele ich auf Whisky, also ich kann es probieren, aber meistens wird es nicht so. Ja, wenn du aggressiv, dann musst du halt ein aggressives Vorbrechen. Ja, das... Aber wie man daraus hört, es ist tatsächlich schon im Grundspiel mit diesen Plättchen, allein in der, ja, wie du selber sagst, jeder Stapel in sich, ja, in welcher Reihenfolge kommen sie, selbst wenn man auf was Bestimmtes abgesehen hat, wann kommt was, werde ich das, den Tauschmarkt, auf den ich hier es indirekt abgesehen habe, überhaupt bekommen, dann mit der Ergänzung, mit diesem Clan-Tableau nehme ich mir Personen viele, wer viele Personen nimmt, breitet sich natürlich mit schönen praktischen Freundschaftseffekten bei den anderen Clans auf diesem Clan-Tableau aus und sorgt natürlich auch dafür, ein kleines kompaktes Reich zu haben. Wer sich immer weiter ausbreitet, zahlt am Ende diesen Preis mit den Siegpunkten gegenüber der Differenz dem kleinsten Reich. Also selbst in diesem modernisierten Grundspiel steckt wirklich extrem viel tolles und reizvolles Spiel. Und jetzt kommt aber das Tüpfelchen, also mehrere Tüpfelchen auf die Wii, nämlich 8 an der Zahl, diese Chronicles, die einem, vielleicht wird man nicht alle davon lieben, aber sie sind tatsächlich, ich finde, unterm Strich sind die wirklich sehr reizvoll, bereichern das Spiel auf unterschiedliche Art und Weise, sind eben auch, nicht alle machen es unbedingt dann ultra komplexer. Es gibt auch Sachen wie das Drachenbootrennen oder die Highlander Chronicle. Das kann wirklich jeder mitspielen, der auch das Grundspiel verstanden hat. Und dann kann man aber mit so Sachen, was weiß ich, wie mit den Penny Mobs oder so, wo dann ein einzelner Penny Mob auch mal fast eine halbe Seite Beschreibung mit seinem Effekt, was der dann wieder da hat. Also da wird irgendwie auch jeder Geschmack bedient. Ja, was ich da gerade richtig cool finde an den Chronicles ist, dass man das Gefühl hat, dass es wie so eine Art, dass diese unterschiedliche Mashups mit reinbringen. Also, dass eben du mit diesem Whisky Chronicle hast du fast so eine Prise Viticulture in dem Spiel. Ja. In dem, wie heißt nochmal das Chronicle mit den Abstimmungen? Habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Genau, das hat so einen komischen Namen. Aber da, wo man dann über diese Siegpunktbedingungen abstimmt, das hat fast schon so ein bisschen was King's Dilemma-mäßiges. Also, das ist natürlich ein anderes King's Dilemma, aber so dieses Gefühl, wir stimmen. Oder so ähnlich wie dieses Schnipsspiel von Awakened Realms, da hatte man doch auch diese Flick of Faith, genau, wo man diese Abstimmung hatte über die verschiedenen Modifikationen. Also, und das ist natürlich auch gerade für jemanden, der viele Brettspiele kennt, auch cool, weil du einfach das Gefühl hast, ah, okay, jetzt heute habe ich mal diese Farbe mit in diesem Spiel drin. Und das macht, und was ich auch, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, was ich wirklich gut finde, ist, dass die Chronicles keine Legacy-Erweiterung sind, weil es geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen, dass Legacy zwingt einen ja auch zu einem bestimmten Tempo und zu einer bestimmten Anzahl Partien und zu einer bestimmten Anzahl, wie man, oder zu einer bestimmten Art, wie man das Spiel spielt. Und das ist hier ganz frei. Du kannst einfach sagen, gut, die sagen nicht mehr als 2 Chronicles, aber man darf gerne mit allen 8 spielen, wenn man so verrückt ist. Und ich kann auch wieder zurück. Ja, also, und ich kann neue Spieler mitnehmen. Ja, Legacy erstellt genau. natürlich. Ja, und hier bin ich halt komplett frei. Und ich kann auch sagen, okay, dieses Chronicle, das finde ich einfach nicht so geil. Das gefällt mir einfach nicht so gut. Dann spiele ich das einfach nicht. Und es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie so eins nach dem anderen machen muss und alles hat man irgendwann, am Ende hat man alles, sondern da ist man frei. Und ich finde halt auch, es sind eben, ja, okay, das Spiel ist halt auch teuer, ja, auf jeden Fall, aber das sind fast 8 Module, also keine großen, ein Chronicle ist kein großer Erweiterung. Kleine Erweiterung. Aber es ist mehr als eine Promo-Erweiterung. Es ist mehr als, also gut, vielleicht nur der Bär. Ja. Wo wir gerade dabei sind, kurz an der Stelle, das hätte ich auch nicht erwähnt, die Highlander Chronicle, die wahrscheinlich eher noch als reine Promo-Erweiterung durchgehen würde, der grüne Berg. Die ist übrigens von Klaus-Jürgen Wrede, der Autor von Carcassonne. Sie ist sehr clever ausgedacht. Ja, sie ist clever ausgedacht. Sie war jetzt überhaupt nicht zur Qualität der Chronicle gemeint. Und die Penny Mobs Chronicle,
Ja, die zuletzt erklärte, ich glaube, es war die letzte, ist von AWD Fühler. Können wir auch, Spieleautor von so Sachen wie El Gaucho zum Beispiel oder Festo, haben wir leider noch nicht rezensiert. Und die Senesi-Erweiterung und tatsächlich, dadurch, dass sie hier drin steht, ich wette, die liegt schon immer mit bei, ist vom Spieleautoren Südschwarzwald. Ja, das sind halt mehrere Spieleautoren aus dem Schwarzwälder Raum, die sich da unter SAS, Spieleautoren Südschwarzwald, zusammengetan haben. Und von denen ist die Nessie Chronicle. Also nicht alle von Matthias Kramer. Da haben dann, steht auch hinten drauf hier mit Gastdesigner Klaus Jürgen und AWD Fühler. So, an der Stelle kurz, bevor wir das ganz vergessen. Genau, und das war es im Prinzip, oder hast du noch mal einen großen Punkt, weil ich dann Ich kann tatsächlich nur sagen, es ist wirklich so, mich hat es äußerst positiv überrascht. Wir hatten ja schon, da haben wir uns da diesen, weil es noch nicht fertig, ganz fertig war, da schon mal so eine halbe Prototypenpartie zwischen Tür und Angel gehabt. Da war auch das schon reizvoll, da konnten wir es gar nicht zu Ende spielen, konnten gar nicht die ganzen Chronicles uns angucken. Und mich hat jetzt eher überrascht, wie gut mir dieses fertige Spiel gefallen hat. Wir haben es als in einem Erstpartieabend, also im ersten Abend, wo wir es gespielt haben, direkt am Folgeabend wieder auf den Tisch gebracht, weil alle Beteiligten Lust hatten. Und das sind die Momente, die ich selber ab und zu vermisse. Oft ist hier so, und jetzt morgen spielen wir das und das und das. Aber das einfach, ja, jetzt haben wir das gespielt und es hat allen so viel Spaß gemacht. Und was machen wir morgen? Wir spielen nochmal Glenmore 2. Und es hat einen quasi darin bestärkt, den Schottland-Urlaub zu machen. Wir haben ernsthaft Braveheart angeguckt und all diese Dinge. Das ist das passiert nicht immer. Ja, wenn ich ein Spiel spiele, ja, das mit dem Schottland-Urlaub war schon vorher, vielleicht kam es gerade zur richtigen Zeit, aber egal, wie Honig aufs Brot, es hat gut gepasst so und ein halt. Gutes Passen bei Hunter auch auf lächelnde Gesichter gestoßen auf und deswegen Fall. Werden wir hier Trommelwirbel. Glenmore 2 Chronicles mit dem begehrten, raren und dieses Jahr erstmalig vergeben? Ja, das erste Prädikat, besonders empfehlenswert 2020, geht an Glenmore 2. Herzlichen Glückwunsch. Funtails, wenn ihr uns im Gegenzug eine Flasche schottischen Whisky schicken wollt, gerne. Müsst ihr aber nicht. Ihr habt uns echt schon genug Gedanken mit diesem coolen Spiel. Ich bin extrem gespannt, wie geht's weiter? Also wird Funtails jetzt opulente Reprints machen? Arve oder? Macht in der Anleitung schon. Schon angeteasert, dass Arve Füller ein Spiel für Funtails macht. Nee, Funtails definitiv nicht ist definitiv nicht nur gegründet worden, um Glenmore 2 rauszubringen und sich dann wieder zu verabschieden. Die wollen auf jeden Fall mehr machen. Das war ein schöner Start, mit Glenmore 2. Bei uns war sogar ein Satz Karten drin. Ach so, ja, richtig. Der nicht da reingehört. Der mysteriöse Satz Karten. Und wir glauben inzwischen, dass der von dem neuen Spiel von AWD Fühler war. Das war so ein Prototypenmaterial, was aus Versehen da reingerutscht ist. An euch Freunde da draußen der analogen Unterhaltung. Wer von euch hat Glenmore 2 auf das Spiel geholt und hat auch diesen mysteriösen original verpackt? Wir haben wirklich gerätselt, haben geguckt, das kann ja nicht sein. Also, welche Chronicle? Wozu gehört das? Und ja, dann irgendwann, habt ihr einen Verdacht? Aber wir sprechen da nochmal drüber, Funtails, AWD-Fühler. Und mich würde wirklich interessieren, kann doch gar nicht sein, dass wir das eine falsche Exemplar mit... Es hat ja auch gar nichts gefehlt, es war zu viel Material dabei. Ach, und eine Sache, tatsächlich, wenn wir schon beim kompletten Auflisten des Pro und Contra des Ganzen sind, das Material ist atemberaubend eigentlich. Und dann sind da noch so Aufkleber dabei, wo ich mich am Anfang natürlich gefragt habe, warum brauche ich denn jetzt Aufkleber? Für die Ressourcen. Und für die Schotten. Und für die Schotten. Für die Schotten macht es auch am meisten Sinn, weil die haben jetzt halt wie so Schottenrecke durch die Aufkleber schon ein bisschen an. Es hat nur die komplette Erstpartie, also 2 Stunden lang, habe ich diese Ressourcensteine und Holz und Getreide beklebt. Es sieht schon cool aus, aber es ist fast schon zu gut gewollt. Aber man kann das auch bedenkenlos weglassen. Diese Aufkleberplättchen, es ist, ich möchte mich eigentlich nicht darüber beschweren, dass Material zu luxuriös gedacht ist, aber ich hätte auch ohne die Aufkleber leben können. Aber weil Aufkleber da waren, musste ich sie halt aufkleben. Ja, und ansonsten nochmal ein Hinweis zur Verfügbarkeit. Also erstmal natürlich, ja, haben wir schon erwähnt, das Spiel ist natürlich auch eine Stange Geld teuer. Das stimmt. Aber wie gesagt, es ist auch voll gepackt. Das ist auch gerechtfertigt. Und es ist ein Reprint unterwegs, soweit wir das wissen, sodass, wenn ihr jetzt, weil es war ja ein Kickstarter eigentlich, und wenn ihr jetzt noch kein Exemplar euer eigen nennt und das jetzt noch Interesse habt, dann könnt ihr das sicher über Funtails dann noch jetzt bekommen. Ja, und oder zumindest vorbestellen. Ja, oder vorbestellen, wie auch immer. Also auf jeden Fall
gibt es noch Exemplare, es ist nicht komplett aus oder dieser Reprint ist so unterwegs. So ist zumindest unsere Informationslage. Ja, okay, das war's. Glückwunsch an Glenmore 2. Nach Schottland. Genau, Glenmore 2 Chronicles, wirklich ein schönes Ding. Und jetzt sind wir gespannt, was Fanta jetzt in Zukunft noch macht. Da passen wir auf jeden Fall genau auf. Und ja. Wir schließen einfach mit, zumindest in Mel Gibsons Interpretation, letzten Worten von William Wallace. Freiheit! Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt ein Haggis essen. Ich habe nämlich. Aber Hunger, ein bisschen Haggis. Alles klar. Haggis essen. Alles klar, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.